Es gibt mehrere Möglichkeiten, Bäume zu befestigen. Die Dreipfahlbindung ist die übliche Wahl, sowohl im ländlichen wie auch im städtischen Umfeld. In gewissen Situationen wird die Pfahlbindung jedoch als störend empfunden oder ist erst gar nicht möglich. In diesem Restaurant wurde ein Teil der alten Baumbestände entfernt und junge Kastanienbäume gepflanzt, gänzlich ohne Pfahlbindung. In dieser Großüberbauung wurde aus ästhetischen sowie praktischen Gründen auf eine Pfahlbindung verzichtet. Die Platanen stehen dennoch felsenfest und schnurgerade. Bei all diesen Pflanzungen ohne Pfähle kommt die unterirdische, unsichtbare Gefa-Ballenverankerung zum Einsatz. Pflanzungen von Bäumen bis zu einer Höhe von 10 Metern und mehr sind mit der Ballenverankerung problemlos möglich. Die Gefa-Ballenverankerung Unterflur besteht aus drei Gurten mit Ankern, einem Spanngurt mit Ratsche, einer Einschlagstange und einer Schutzscheibe aus Kokosfasern. Zusätzlich wird für den Einbau ein Hammer benötigt. Die Verankerung ist denkbar einfach. Als erstes wird der Baum ausgerichtet. Anschließend werden die Ankergurte so bereitgelegt, dass sie ein gleichseitiges Dreieck bilden. Dann werden die Anker mit der Stange eingeschlagen. Der abgewinkelte Teil des Ankers zeigt dabei vom Baum weg. Sobald Zug auf die Gurte ausgeübt wird, stellt sich der Anker quer. Die Mulchscheibe schützt vor mechanischer Beschädigung der Wurzelballe und verhindert gleichzeitig Unkrautwuchs. Nun wird der Spanngurt durch die drei Schlaufen gezogen. Nach dem Justieren und Spannen ist die Verankerung abgeschlossen. Nun steht der Baum so fest, dass er auch kommende stürmische Winde übersteht. Wenn der Untergrund so beschaffen ist, dass keine Anker eingeschlagen werden können, etwa über einer Tiefgarage, kommt die Gefa-Ballenverankerung Typ Objektbegrünung zur Anwendung. Die Verankerung besteht aus drei Gurten mit Schnalle, einem Spanngurt mit Ratsche und einer Schutzscheibe aus Kokosfasern. Der kompakte Ballen wird durch die Gurten an einem feinmaschigen Armierungsnetz festgezurrt. Dabei wird der Gurt einfach unter dem Gitter hindurchgezogen und mit der Schnalle festgemacht. Der Rest der Montage verläuft gleich wie bei der Verwendung der Gefa-Unterflurverankerung. Auf diese Weise lassen sich Objekte mit Bäumen begrünen, die mit traditionellen Befestigungsmethoden nicht lösbar sind. Zusammenfassend ist eine Verankerung ohne Pfähle kostengünstiger, vandalensicher, ästhetisch vorteilhafter und universell einsetzbar. Musik